ist wieder im Land, die Fasnacht. Mit Pauken und Trompeten ist sie nahe angekommen und hat die Plagette Delphi eingelötet. Unser Süschen in Aarsch ist eine heisse Sache, bezogen auf die Gemeindeversammlung hier im Sommer, wo einfach viel zu warm war, wo dann alle haben dürfen ihre Füße baden. Und ich habe es leider verpasst. Wir haben eine Komiteesitzung in diesem Moment. Aber was ich gehört habe, war wirklich lustig und so haben die Leute sich ein bisschen abkühlen. Und das ist Süschen geworden 2020. Ja, das war ganz einfach. Wir sind im heißen Sommer mal zusammengesessen, am Oben. Da sind wir auf Fasnachtsreden gekommen. Dann haben wir gesagt, oh, es ist dieses Jahr schon ein schwer, eine Süsche zu finden. Dann haben wir noch hin und her weisen. Dann habe ich gefunden, der Sommer ist so heiß. Heißer Sommer, was haben wir gehabt? Die Landsgemeinde von außen, das ist doch ein Thema. Und darum mit diesen Zöber, wo wir die Füße drinnen hinschwenken können. Also ich bin total ein Fasnachtsfan, was die künstlerische Seite betrifft. Ich habe einfach nicht so, mit der Süsche bin ich nicht so viel am Hut. Und dann ist auch mit dieser Idee und dann macht es Ding, Ding, Ding bei mir im Kopf. Und ich habe gerade im Prinzip gerade angefangen, eine Skizze machen, die weitergeleitet. Du hast gefunden, es ist gut so. Und dann haben wir sie eingereicht und singt. Die Vorbereitungen sind im Großen und Ganzen sehr gut gelaufen. Es ist flüssig. Wir machen das jetzt schon über 7 Jahre im Komitee. Und so kann man ein bisschen aus dem FF arbeiten. Man muss nicht mehr alles neu finden und neu probieren. Und es ist ein sehr angenehmes Jahr gewesen. Das Einweihungsfest ist auch ein Abschied. Der Obmann und 2 weitere Mitglieder des Komitees machen Platz für die Nachfolger. Es war eine wahnsinnig gute Zeit. Ich durfte sehr viel lernen. Es hat mega Spass gemacht. Es war immer ein super Team. Viele sind auch noch seit Anfang an dabei. Und ich würde es nicht missen, ich würde es weitermachen. Es ist jetzt einfach der Moment, voll zu sagen, hey, es darf etwas Neues kommen, aber mit super Ideen, um hier weitermachen und diesen Punkt anschließen. Aber es hat mega Spass gemacht. Ich kann es nur weiterempfehlen, mal so eine Position zu übernehmen. Und ich wünsche auch im Komitee, denen, die bleiben und denen, die neu kommen, das Beste und machen es weiter so. Ich denke, der Zauber und der erste Fasnacht liegt hier drinnen. Es ist eine Traditionsfasnacht. Die Erschen heben zusammen umso mehr, wenn es darum geht, zusammen etwas zu machen. Man sieht es immer wieder, heute und Plagdenausgabe, Sternmarsch. Man sieht es am Fasnachtsfeuer. Die Leute kommen zusammen, sie heben zusammen, sie trinken zusammen, sie festen zusammen. Und das macht zu uns die erste Fasnacht. Im Pfarrheim in Aarsch fliegen wieder Pfetzen. Und das turbulente Treiben deutet auf einen unterhaltsamen Theater oben hin. Nächsten Samstag haben wir Premiere hier auf dieser Bühne mit diesem Bühnenbild. Und zwar, das ist der 11. Januar, die Saalöffnung ist am 6. und 19.30 Uhr nachher der ganze oben an mit der Unterhaltung, Chor, Vortrag und Theater. Wir sind jetzt am Proben und in dieser Zeit könnt ihr auch den Vorverkauf nutzen bei der Papeterie Gutknecht an der Hauptstrasse hier in Aarsch, wo sie noch ein Billett beziehen können. Selbstverständlich haben wir auch an der Oberkasse noch ein paar Billette für euch bereit. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr bei uns vorbeikommt und bei uns einen gemütlichen Abend geniessen könnt.